85 Meter ist sie lang, die Tunnelröhre im Tagebau Profen. Eigentlich rasseln hier Förderbänder mit Kohle und Abraum. Am 10. September traf in eben dieser Röhre klassische Energie auf klassische Musik und die Tunnelröhre verwandelte sich in einen Konzertsaal. Auf dem Programm zum 6. Tagebaukonzert stand ein bunter Mix aus bekannten Melodien aus Oper und Operette. Meisterlich dargeboten wurden die Stücke wieder vom Leipziger Sinfonieorchester unter der Leitung von Chefdirigent Wolfgang Rückner. Der erst 18-jährige Jonathan Balz-Jonas gab eine eindrucksvolle Kostprobe seines Könnens auf der Trompete. MIPRAG übernimmt auch in diesem Jahr die Gesamtkosten für das Konzert. Der Erlös des Kartenverkaufes kommt dem Verein zur Erhaltung der Dorfkirche Kranzschütz e.V. zugute. Wir werden diese Spende nehmen, um das Portal zu sanieren in Kranzschütz. Wir haben schon viel getan an der Kirche. Wir haben bei der Turmsanierung Unterstützung geleistet. Wir haben die Turmuhr reparieren und modernisieren lassen. Wir haben einen Teil der Außenhaut saniert. Und halt immer mit Geldern, teilweise aus Spenden, teilweise aus Konzerteinnahmen und so weiter. Und diese Spende hier von der MIPRAG, für die ich mich ganz, ganz herzlich bedanke, ist ja wesentlich, denn so eine hohe Spende haben wir noch nie gehabt. Und natürlich waren auch die Besucher von der einmaligen Atmosphäre in der Tunnelröhre begeistert. Die Aufführung sowieso und jetzt die Tunnel. Das ist so einmalig. Ja, die ganze Atmosphäre, das Ambiente, das Andere. Also wunderbar. Ja. Wir sind begeistert. Und lieben auch unser Orchester und hoffen sehr, dass so ein Sponsoring aufrechterhalten bleibt. Denn sonst werden wir vielleicht das Orchester gar nicht mal noch lange erleben können. Ja. Mit dem Bergmannslied verabschiedete sich das Orchester eindrucksvoll von seinen Gästen.